Value Investing in all seinen Facetten, das wollen wir hier in unregelmäßigen Abständen bei Finance News TV vorstellen. Heute soll es dabei um die Philosophie Qualität, Unterbewertung und Geduld der Value Asset Management GmbH gehen. Und ich sage herzlich willkommen hier auf dem Fondskongress. Felix Schleicher ist Fondsmanager des MMT Global Value. Herzlichen Dank für Ihre Zeit hier in Mannheim. Ja, wie sieht denn Ihr Anlagestil, Herr Schleicher, Ihre Strategie als Value Investor aus? Wir wollen Qualitätsaktien dann kaufen, wenn sie niemand haben will, wenn sie günstig bewertet sind. Vor allem dann, wenn ein Sektor gerade außer Mode ist, wie beispielsweise die Ölaktien momentan. Kurz gesagt, wir kaufen den Euro für 60 oder 70 Cent und verkaufen ihn dann wieder für einen Euro. Der MMT Global Value ist ein weltweit anliegender Fonds, der in 30 bis 40 Titeln anlegt, also sehr fokussiert ist. Gewinne laufen lassen, heißt es immer so schön. Und das ist auch der Ratschlag für viele Privatanleger. Aber es ist ungeheuer schwer, wenn ein Wert gut gelaufen ist, in der Tat ihn auch zu behalten und die Gewinne eben laufen zu lassen. Wie handhaben Sie das bei sich im Fonds? Wie lange halten Sie gewöhnlich Ihre Wertpapiere? Ja, die Versuchung ist groß, Gewinne schnell zu realisieren. Aber hin und her macht Taschen leer, heißt es so schön. Wir selber haben einen Anlagehorizont von etwa 2 bis 3 Jahren. Und wenn wir eine Aktie dann kaufen, sollte sie 30-40% im Minimum steigen. Gelingt natürlich nicht immer, leider Gottes. Aber wir haben auch Titel, die wir dauerhaft halten. Das ist eine Berkshire Hathaway oder das ist eine Brookfield Asset Management. Die haben wir seit Jahren und die werden wir wahrscheinlich nie ganz verkaufen. Wo sehen Sie denn aktuell die besten Value-Gelegenheiten? Sehr interessant finden wir den Ölsektor. Wie Sie wissen, hat der Ölpreis stark zugelegt, die Ölaktien aber noch überhaupt nicht. Also hier tun sich gute Chancen auf. In Asien etwa finden wir eine Samsung Electronics sehr interessant oder eine CK Hutchison. Und in Europa mögen wir Griechenland. Die griechische Börse, wie Sie vielleicht wissen, hat von der Spitze mehr als 90% an Wert verloren. Das ist natürlich ein Gmadewiesen, wie es so schön heißt, für uns Value-Investoren. Der Aufschwung ist schon recht reif, sagen viele Marktteilnehmer. Gerade mit Blick auf die Wall Street, Dow Jones über 26.000 Punkte, der Nikkei in Japan auf den Höchstständen von 91. Das muss man sich mal vorstellen. Natürlich auch der DAX dieser Tage mit einem Allzeithoch. Finden Sie denn überhaupt noch unterbewertete Titel? Erstaunlicherweise viele, Herr Franik. Wir haben ja momentan einen zweigeteilten Markt. Auf der einen Seite sehr viele Titel, die sehr teuer sind, aber auf der anderen Seite wirkliche Schnäppchen, die unglaublich günstig sind. Und auf die konzentrieren wir uns natürlich. Sie haben sich in den 90er Jahren lange Zeit sehr rege mit Börsenaltmeister André Costolani austauschen können, Herr Schleicher. Was haben Sie aus diesen Gesprächen in erster Linie mitnehmen können? Was hilft Ihnen heute noch? Ja, von Costa habe ich vor allem gelernt, wie irrational es an den Finanzmärkten zuweilen zugehen kann. Er hat unglaublich viele Beispiele aus eigener Erfahrung gehabt, die auch sehr, sehr interessant sind. Ich lese seine Bücher heute immer mal wieder. Dann natürlich, wie wichtig Geduld ist für den Anlageerfolg und nicht zuletzt die Neugierde, die man behalten muss. Also ich werde nie seine Frage vergessen, der immer mich gefragt hat, Schleicher, was gibt's Neues an der Börse? Und das gibt man dann sicherlich auch weiter dann wiederum an die jungen Kollegen heutzutage. Schlussfrage, Herr Schleicher. Welche Zielgruppe sollten sich von diesen Ideen, von diesen Möglichkeiten angesprochen fühlen? Was ist die Zielgruppe des Fonds? Der MMT Global Value ist sicherlich in einer Fußballmannschaft ein Stürmer. Der Anleger sollte also gewisse Schwankungen gut aushalten können oder sogar nutzen für Zukäufe. Dann wird am Ende sicherlich mit einer sehr, sehr ordentlichen Rendite belohnt werden. Dann sage ich herzlichen Dank für dieses Gespräch und vor allen Dingen viel Erfolg weiterhin auch im Jahre 2018 mit dieser Strategie. Das war Felix Schleicher hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank.